Ja, herzlich willkommen hier in der Yachtschule Bersenbrück. Herrlichste Winterlandschaft, es hat geschneit und wir haben Karsamstag. Wir sind kurz vor Ostern und Tradition hat es hier in der Yachtschule Bersenbrück, dass wir am Karfreitag und Karsamstag eine Testrevierprüfung anbieten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für unsere ganzen Prüfungsanwärter hier, mal einmal für die anstehende Jägerprüfung, die jetzt im kommenden April ansteht, mal richtig zu üben. Ich selber darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Burkhard Stegemann, hier in der Jägerschaft Bersenbrück kennt man mich, betreue seit etlichen Jahren hier die Jungjägerausbildung, mache das mit großer Freude, besser kann man seine Freizeit nicht verbringen und es macht viel, viel Spaß hier in einem sehr guten Team mit vielen netten Kollegen zusammen an diesem Thema zu arbeiten. Genug geredet, wir wollen jetzt mal einen Schwenk machen. Wir haben hier heute vier Stände vorbereitet, vier Prüfungsstände, an denen wir die Prüfungsanwärter hier testen und zusätzlich ausbilden. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen ansehen. So, wir sind hier an Stand Nummer 1 bei unserer Testrevierprüfung, dem Infomobil der Jägerschaft Bersenbrück. Das ist vor einigen Jahren angeschafft und eingerichtet worden. Eine ganz, ganz tolle Sache, um eben auszubilden, um zu schulen. Wird auch gerne eingesetzt und genutzt bei der Weiterbildung von Jägern, bei Kindergärten, bei Schulen. Auch andere, die da Interesse haben, können sich melden und dieses Infomobil nutzen. So auch wir heute hier in unserer Prüfung. Karl-Heinz, erzähl mir doch bitte mal was über diese Enten. Da sind die Stockenten. Gattung, das ist der Erpel mit dem bunten Federkleid. An diesem Stand geht es selbstverständlich auch um das Thema Naturschutz. Wir zeigen hier alle Baum- und Straucharten, die dort wichtig sind, die Mastarten, die für die Winteräsung ganz wichtig sind, aber auch für die Gehölze, die für die Anlage einer Naturschutzhecke wichtig sind. Also alles das ist hier heute, selbst wenn wir zu Ostern zugeschneit sind, gut zu sehen und da kann man gut ausbilden und auch gut was lernen. Mein Name ist Heinz-Peter Kuhlmann. Ich bin vom Beruf Büchsenmachermeister und in der Jagdschule Bersenbrück zuständig für den Bereich Waffenkunde, Waffenrecht, Waffenhandhabung, also das ganze drumherum Jagdwaffenbereich. Hier sind wir nun in der Waffenscheune. Hier geht es um das Thema Langwaffen, Kurzwaffen, Munition, um optische Geräte, um blanke Waffen, also um Messer. In erster Linie prüfungsrelevant sind hier die Themen zur Waffenhandhabung, also der sichere Umgang im jachtlichen Betrieb mit der Schusswaffe. Hier sind wir an Stand Nummer 3 auf der Pirsch. Hier im Wald werden jachtliche Situationen gestellt, die der Prüfungsanwärter meistern muss. Erst entsichern. Dann werde ich einstechen. Und die Sau erlegen. Ich habe die Sau nicht gut getroffen, werde noch einen Schuss nachgeben. Die Sau ist erlegt. 2x2. Ich habe hier einen Rehbock vor, den ich aufgrund der Jagdzeit auch erlegen darf. Ich nehme ihn ins Visier, gucke durchs Glas, muss aber feststellen, dass ich hier keinen ordnungsgemäßen Kugelfang habe, weil das
Gelände abschüssig ist und werde den Finger gerade lassen. Ich werde diesen Bock in dieser Situation nicht erlegen. Hier sind wir auf Stand Nummer 4. Hier geht es um jachtliche Situationen im Bereich Niederwild. So, Sie sind hier jetzt auf dem Hochsitz angekommen. Sie sitzen und plötzlich taucht am Wegesrand der Fuchs auf. Er verhofft. Sehen Sie ihn? Ja. Okay, wie ist jetzt zu handeln? Ich kann den Fuchs sehr gut ansprechen, er ist aber für einen Schrotschuss deutlich zu weit entfernt. Das wäre nicht weitgerecht und Tierquälerei. Diesen Fuchs darf ich in der Situation nicht erlegen. Neue Situation, neuer Fuchs. Wie würden Sie in dieser Situation entscheiden? Diesen Fuchs kann ich gut ansprechen, er ist nah genug, ihn kann ich erlegen. Super, Weidmann 2. Ja, mein Name ist Stefan Abing, bin auch im Ausbilderteam hier der Jägerschaft Bersenbrück, Jagdschule Bersenbrück. Ausbildungsbereich ist jagdbares Wild, Federwild, Haarwild. Spezielle Gebiete sind Hege, Naturschutz und auch die Fangjagd, Fangjagdseminare und Hegemaßnahmen im Revier. Das sind die Schwerpunkte. Ich selber unterrichte die Fächer Schalenwild, Jagdpraxis, aber auch die Themenbereiche Jagdrecht und auch das neue von der EU geforderte Thema Hygiene. Einzelne Seminarausbildungen sind da auch möglich. Da erkundigen Sie sich bitte nach Terminen. Heute sind wir mit der Jagdschule Bersenbrück auf dem Schießstand in Döllinghausen. Hier findet die Schießausbildung statt. Unsere Prüfungsanwärter werden hier in den Disziplinen Trapp, also in der Schrotschussausbildung, geprüft. Das Thema verantwortet hier Josef Kormann, der zuständige Schießstandleiter. Hier nun die Schrotschussdisziplinen Trapp. Es gilt hier von 15 Wurftauben insgesamt 5 Treffer zu erzielen. Jetzt gehst du einfach sauber in den Anschlag und machst du deine Schieß. Auf dem Kugelstand für den Schuss, für den Einzelschuss auf das Schalenwild bilden hier Hubertus Kuhlmann und Christoph Engelke von der Jagdschule Bersenbrück aus. Disziplin Kugel, freistehend angestrichen auf den Bock, 100 Meter Entfernung, von 50 möglichen Ringen muss man 25 erreichen. Disziplin laufender Keiler, neu jetzt über die Prüfungsordnung. Hier gilt es, mit 5 Schüssen insgesamt 2 Treffer im Wertungsbereich zu haben. Wir freuen uns, wenn wir Sie heute reichlich mit Informationen versorgen konnten. Wenn Sie auch Interesse haben, einen Jagdschein zu machen, kontaktieren Sie uns gerne auf der Homepage hier Jägerschaft-Bersenbrück oder eben Jagdschule BSB. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dazu entschließen, Ihre Jagdscheinausbildung bei uns zu absolvieren. Vielen Dank. Also bis dann. Schöne Grüße aus der Jagdschule Bersenbrück.